Hey ho, liebe Freunde. Willkommen zu unserem neuen Video bei Eleuchtet. Heute Energiekrise, Inflation, Rezession. Ja, was habe ich gelesen? Ein Artikel eines Top-Managers, wie er sich beschrieb, und da stand: Top-Manager sieht schwarz für Elektroautos. Tja, wie kommt er da drauf? Wir haben eine sehr hohe Inflation zurzeit. Energiekrise, brauche ich euch nichts erzählen, was da abgeht. Ich gehe davon aus, dass ihr alle mal Nachrichten geschaut habt und vielleicht auch schon erhöhte Vorauszahlungen für eure Nebenkosten. Und wir schlittern in Deutschland in eine Rezession rein. Das ist quasi unabwendbar, würde ich fast sagen. Und was bedeutet das denn jetzt für unsere lieben Elektroautofahrer? Also, als ich mir das Auto gekauft habe, im März war das, 2022, habe ich in den Niederlanden noch 20 Cent, okay, es waren die Niederlande, aber ich nehme es jetzt mal trotzdem, für 20 Cent pro Kilowattstunde habe ich geladen am Supercharger. Wenn wir jetzt hier mal drauf gucken, das sind die aktuellen Preise, dann sehe ich, okay, nachts irgendwie günstig, aber da sind wir bei 74 Cent tagsüber, weil ich jetzt um 4 Uhr morgens auch selten lade, würde ich jetzt mal die 74 Cent für mich übernehmen. Das heißt, wir haben, es ist mehr als verdreifacht, ja. Ist nicht ganz ehrlich, weil im März hat es auch in Deutschland mehr als 20 Cent gekostet, aber wir können schon sagen, also verdreifacht hat sich der Preis. Ja. Und wenn ich zu Hause lade, damals, vor 6 Monaten, habe ich bezahlt 25 Cent an Strom, habe jetzt eine Erhöhung bekommen auf 37 Cent pro Kilowattstunde. Ist auch, also auch hochgegangen. Was nicht passiert ist in der Zeit, ist, dass die Benzin- und Dieselpreise sich verdreifacht haben, also entsprechend gestiegen sind. Ich habe mal nachgeschaut, Dieselpreis war im November 2021 1,58 Euro der Liter. Und jetzt stehen wir so bei 2 Euro, ja manchmal 2,20, dann 2,10. Ihr kennt das ja, die Tankstellen, die kurbeln ja jeden Tag 5-mal hin und her oder 50-mal. Aber wir können sagen, okay, es ist meinetwegen um 30% gestiegen, meinetwegen auch 50%, aber nicht um 300%. So wie bei den Elektroautos. Ja, jetzt haben wir dieses Argument immer gehört, wenn man jetzt ein Elektroauto kauft, ja, die Anschaffung ist teurer, aber das holen wir hinten wieder rein, das Ganze, weil wir dann beim Laden so wenig zahlen. Und ich habe ja auch mal ein Video gemacht, was der Spaß kostet nach 10.000 Kilometern. Das Argument, das sticht ja dann jetzt nicht mehr so. Wenn ich auf einmal so viel am Supercharger oder auch zu Hause zahle, dann frisst sich dieser ganze Vorteil wieder auf. Aber ist es denn wirklich so schlimm, was hier passiert? Oder ist es so ein bisschen, naja, wie immer Panikmacher? Ich weiß nicht, ich habe mich mit mehreren Leuten unterhalten, die sagen, okay, also Menschen, die Ahnung haben, im Gegensatz zu mir, die sagen, also die Energiekrise, die ist überhaupt noch nicht bei uns angekommen. Wir rechnen hier mit einem Faktor bei Strom und Gas 3 bis 4, könnte sich das erhöhen. Ja? Und wenn das so weitergeht, dann seid ihr halt, jetzt mal vorsichtig gerechnet, bei dem privaten Strom bei 70 Cent pro Kilowattstunde. Ja. Und wenn ich jetzt unser Video angucke, was wir gemacht haben, wo ich eine Vollkostenrechnung nach 10.000 Kilometern gemacht habe, da sind wir auf 53 Cent pro Kilometer gekommen. Vollkostenrechnung inklusive Abschreibung und allem. Ja, wenn ich jetzt, wenn wir auf 70% am Charger gehen, auch privat, dann wird sich da alles verändern. Logisch. Und was ist, wenn die Krise wirklich so schlimm eintritt, wie es gesagt wird, dass private Wallboxen zum Beispiel abgeschaltet werden nachts, weil wir keinen Strom mehr haben und erstmal soll natürlich der Herd laufen und nicht irgendwie der Tesla geladen werden. Was ist, wenn nur noch wenige Stunden am Tag die Wallbox funktioniert, vielleicht nachts von 3 bis 5? Ja. Kann ich jetzt für mich sagen, ist mir scheißegal, ich stecke das Ding dran, ob der abends um 8 lädt oder von 3 bis 5, ist mir total wurscht. Und wir wissen ja auch, dass wir nicht jeden Tag laden müssen. Das ist ja dieses, die Nicht-Elektroautofahrer, die denken ja immer, man müsste Tag und Nacht laden überall. Das stimmt ja nicht. Also ich lade hier, wie gesagt, einmal in der Woche. Also das finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber da müssen wir mal gucken, wo die Reise hingeht. Also wenn ich jetzt mal neu kalkuliere, auf einer Basis von 70 Cent pro Kilowattstunde, die letzten 10.000 Kilometer, ja, und sage mal 20 kW auf 100 Kilometer, okay, hängt von jedem persönlich ab. Ich fahre viel Stadt und so, also bei mir kommt das hin. Dann komme ich nicht mehr auf 53 Cent in einer Vollkostenrechnung pro Kilometer, sondern auf 60 Cent. 7 Cent drauf, ausgelöst durch die höheren Fahrtkosten. Naja, würde ich jetzt mal sagen. Also es haut mich jetzt nicht um, das ist immer noch sehr günstig.
macht mich nicht fertig. Was wir aber nicht vergessen dürfen, ist jetzt für die künftigen Elektrofahrer oder für uns, die wir vielleicht ein neues kaufen, dass wir vielleicht in China bald wieder einen Lockdown haben werden, was die Kosten treiben wird, zumal auch die Preise für die Anschaffung des Tesla steigen werden. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wir haben das ja, die Inflation, die hat uns überall gepackt, die wird uns auch bei Tesla packen. Aktuell, wenn ich auf die Homepage gehe, da kann ich noch, also das Modell Y zum Preis bestellen, den ich auch bezahlt habe. Also das bin ich schon fast beeindruckt, weil wenn ich in den Supermarkt gehe, da sieht es komplett anders aus, wie ihr wisst. Da wird sich aber was tun, die Anschaffungskosten, die werden hochgehen. Und darüber hinaus geht die Bufferprämie runter. Also ab 2023 nur noch für Privatpersonen. Das ist jetzt für die Geschäftswagenfahrer natürlich ein Genickschlag, fallen jetzt 5.000 Euro weg. Und ab 2024 wird die Bufferprämie auf 3.000 Euro reduziert. Also wir sehen, es ist nicht nur jetzt der Verbrauch, die Kilowattstunde, an allen Ecken und Enden tut sich was durch diese Inflation, Rezession und Energiekrise. Ja, was tun? Was ich eben noch vergessen habe, die Buffer, die Reduzierung auf 3.000 Euro, zusätzlich gilt, dass das nur für Fahrzeuge gewährt wird, die einen Neupreis von unter 45.000 haben. Und damit ist Tesla im Prinzip schon raus. Also ich weiß gar nicht, ob man Model 3 noch nackt als Kassengestell für 45 bekommt. Ich glaube schon, aber Model Y, S, X, die sind alle raus. Gefördert werden da ganz andere Autos. Was kann man tun? Was kann man denn jetzt tun, konkret? Man könnte einen langfristigen Vertrag abschließen über Stromlieferung, aber das funktioniert natürlich am Supercharger nicht. Das ist variabel, wenn man da hinkommt, dann zahlt man das, was gerade dran steht. Es gibt keinen 12-monatigen Vertrag oder 24-monatigen. Wir sind da immer komplett am Supercharger vom Tagespreis abhängig und der geht ja nach oben. Jetzt könnten wir sagen, okay, wir gehen zu einem anderen Anbieter. Wir müssen ja gar nicht zum Supercharger, das machen ohnehin viele, die sagen, nee, ich habe zu Hause nichts, aber ich habe bei einer Fremdfirma, nicht von Tesla, habe ich was abgeschlossen. Da können wir das machen. Da müssen wir halt gucken, was es so angeboten gibt, aber auch das wird immer weiter hochgehen. Die Verträge laufen aus und dann wird es einfach teurer. Man könnte jetzt auch sagen, ah nee, komm hier, ich habe hier ein Privathaus, da haue ich mir mal schön Solarzellen aufs Dach und dann lade ich damit mein Auto. Das machen ja ohnehin viele. Man muss aber dazu sagen, wenn ich mir das Thema Energiekrise angucke und auch die Drosselung von Wallboxen, dann wird auch darüber gesprochen, dass Elektroautos nicht über Solar geladen werden dürfen, wenn es irgendwie eng werden sollte, sondern die Wallboxen werden abgeschaltet und der Strom eurer Solaranlagen auf den Dächern wird dann komplett eingespeist. Das bringt auch nichts. Was man natürlich auch sagen muss, bei Solaranlagen auf dem Dach, die kosten ja erstmal einen Arsch voll Geld, bis die drauf sind. Mit Speicher noch im Keller und so. Ich habe mir das mal durchrechnen lassen, da waren wir irgendwie jetzt bei 28.000 Euro für das Ganze. Und ich gehe davon aus, die Preise gehen weiter hoch. Ja. Bis sich das amortisiert, da sind irgendwie 7 Jahre weg. Ja, bei günstiger Planung, also schon Erhöhungen mit reingerechnet, sonst eher so 11 Jahre. Ja, kann man machen, aber ich habe es nicht gemacht. Ich glaube, ich mache es auch nicht. Mal gucken. Ist vielleicht die Lösung, zurück zum Verbrenner zu gehen? Könnte es das sein? Einfach sagen, ja, dann ist es halt, war eine schöne Zeit. Goodbye, mach's gut, alter Freund. Das könnte auch die Lösung sein. Ja, wenn ich nochmal zurückgehe auf den Gedanken, BAFA-Förderung bald reduziert, weg, dann könnte man ja sagen, okay, ich gebe alles, ich habe das Geld so rumliegen für einen Tesla, unterstellen wir es mal. Ich bestelle mir jetzt noch schnell in 2022 einen Tesla und wir haben jetzt November, das wird ja nichts mehr. Also wenn ihr den heute bestellt, Auslieferung noch dieses, also ich glaube schon im Internet steht jetzt schon Januar bis März und das klappt nicht mehr, das bekommt ihr nicht mehr hin. Also wir landen definitiv schon in 2023 mit einer Neuanschaffung eines Fahrzeugs. Also da knischt es jetzt auch im Getriebe schon. Letzte Woche ist es passiert, ab 2035 keine Verbrenner mehr in der EU. Ja. Könnte ich jetzt sagen, ach, ich fahre ja Elektro, haha, hier lange Nase. Jetzt seht ihr, was ihr davon habt, ihr alten Verbrennerfahrer, haha. Ja. Aber für mich ist das nicht so. Also ich mag
Verbote an sich überhaupt nicht. Ich muss sagen, ich fände das schön, wenn sich das vielleicht irgendwie durchsetzt mit Elektro, oder ich komme selbst zum Ergebnis, dass das doch nicht ist das Tollste und gehe wieder zurück zum Verbrenner. Ich mag das, wenn sich der Markt so selbst entwickelt und nicht, wenn da mit Gewalt irgendwas einem aufgezwungen wird. Zumal das Thema Elektro, ob das jetzt das goldene Ding ist, das weiß man ja auch noch nicht. Vielleicht sind es auch Biokraftstoffe, Biodiesel, sowas. Vielleicht wird es das auch für die Zukunft. Man weiß es doch gar nicht. Man muss ein bisschen offen lassen alles, und so ein radikales Verbot finde ich überhaupt nicht gut. Aber jetzt denkt mal drüber nach. Wir haben jetzt 2035. Alle Tankstellen haben zu. Es gibt kein Benzin mehr. Also es stimmt natürlich nicht, weil die Altfahrzeuge weiterfahren. Aber jetzt tun wir mal so. So. Dann verdient der Staat überhaupt kein Geld mehr an der Mineralölsteuer. Und ihr könnt euch vorstellen, was den Elektrofahrern blüht, das, was wir jetzt nicht haben, dann gibt es wahrscheinlich eine Elektromineral, also irgendeine Steuer, ja, die da voll reinknallt. Und wir wissen, dass das jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel ist, 64 Cent oder so pro Liter Benzin, Diesel, die der Staat hier einkassiert. Ja, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber ein enormer Betrag. Und wenn das so weitergeht, dann haben wir zu Hause unseren Haushaltsstrom, so wie wir jetzt unseren Heizöl tanken. Und dann tanken wir Elektro, ganz stark besteuert, weil irgendwo wird der Staat sich das hernehmen. Das heißt, das wird den Elektrofahrer nochmal ganz, ganz ordentlich treffen. Ja, was ist denn jetzt das Ergebnis, das Fazit? Ja, wie kann man das alles lösen? Da kann ich euch nur sagen, Energiekrise und Rezession, das kann ich nicht lösen. Und das trifft uns ja auch nicht nur beim Autofahren, das haut uns ja überall um. Im Bereich Elektro habe ich aber mal ein Fazit. Das lautet für mich, es war ja auch zu schön, um wahr zu sein. Muss man ja mal ganz deutlich sagen. Wir fahren hier in einem Auto, das innen drin ungefähr so groß ist wie ein BMW X5. Ja? Über 2 Tonnen wiegt, über 500 PS hat. Wenn ich hier Gas gebe, dann zieht es allen die Backen nach hinten. Und das bin ich gefahren für 50 Cent pro Kilometer in der Vollkostenrechnung. Das ist ja nichts. Ja? Vielleicht ist einfach das Ergebnis, dass wir uns langfristig anpassen werden, dass ein Tesla Model Y auch da landet, wo jetzt ein BMW X3 ist oder ein BMW X5, also eher im Luxussegment. Ja, und was wir vorher immer gemacht haben, wir haben faktisch hier so einen VW Golf oder einen Lupo mit einem Tesla verglichen in den Kosten. Das kann vielleicht einfach langfristig nicht gut gehen. Die Rechnung kann nicht aufgehen. Soweit mein Fazit. Vielleicht für jemanden, der sich leisten kann, der sagt, ja schön, ich könnte mir vorher ein X3 kaufen von BMW oder meinetwegen auch ein EQB oder irgendwas jetzt Vergleichbares von Mercedes oder was weiß ich was. Dann kaufe ich mir jetzt ein Model Y oder einen anderen Tesla und da kostet genauso viel Geld und dann ist es halt so. Ja. Kann ich mir leisten, macht mir Spaß. Vielleicht gibt es den anderen, der jetzt einen Tesla hatte, vielleicht auch ein Model 3 und ist günstig mitgefahren und wird das vielleicht in Zukunft nicht mehr können. Dann muss er zurück auf den Golf oder er sagt, na gut, es gibt auch noch andere Elektrofahrzeuge, die ich fahren kann. Es muss ja nicht der Tesla sein. Es wird sich irgendwie so ein bisschen regulieren und anpassen. Und also mein persönliches Gefühl ist, also wenn wir so Tesla vergleichen mit anderen Elektrofahrzeugen, dann, ja, also nicht mit allen, aber mit einigen, dann habe ich immer so ein bisschen dieses iPhone-Gefühl, dass man da irgendwie zu so einem bestimmten Kreis gehört und es läuft ja alles besonders glatt und wir haben einen riesen Monitor, das haben wir woanders nicht. Ist halt eine andere Welt. Mal gucken, wie sie es entwickelt, aber ja, letztendlich habe ich das neue iPhone auch wieder gekauft. Ne, jetzt nicht das ganz neue, aber auch wieder brutal viel Geld ausgegeben für etwas, was man woanders günstiger kriegt. Der eine kann es, der andere nicht. Der eine macht es, der andere nicht. Es wird sich irgendwie alles so regulieren. Das ist mein Fazit von heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Erleuchtet.